Heute ist der kürzeste Tag des Jahres. Hallo und herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Mittwoch. Unsere Themen von heute. Ab in den Süden, der Allgäu Airport stellt seinen neuen Partner Turopa Touristik vor. Bund fürs Leben, die Gewinner des Hochzeitscastings und Entspannung in Grün und Blau. Die Alpentherme Ehrenberg in Reute öffnet ihre Pforten. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Ab ans Mittelmeer oder auf die Kanarischen Inseln bei den aktuellen Temperaturen eine Alternative, über die es sich nachzudenken lohnt. Für alle, die bei dem Gedanken an Sand zwischen den Zehen, Sonne im Gesicht und Palmen das Fernweh packt, habe ich eine gute Nachricht. Der Allgäu Airport in Memmingen wird ab Mai 2012 neue Verbindungen in eben diese Regionen anbieten. Möglich macht das ein neuer Partner, der Reiseveranstalter Turopa. Wer dahinter steckt und wie das neue Flugangebot genau aussehen soll, Martina Herz und Lisa Schwarz wissen mehr. Von Memmingen nach Gran Canaria. Dieses Angebot gab es lange nicht mehr beim Allgäu Airport. Doch das wird sich jetzt ändern. Ein neuer Partner macht's möglich, der Pauschalreisenanbieter Turopa. Geschäftsführer Georg Eisenreich war touristisch lange in München tätig und hat deshalb Erfahrung mit dem süddeutschen Raum. Zusammen mit dem Flughafen Memmingen möchte er sich ein neues Standbein aufbauen. Für uns ist Memmingen der Key-Flughafen sozusagen, wird unser Heimatflughafen sein. Wir machen zwar auch andere Dinge nach wie vor und insofern konzentrieren wir uns auf diesen Flughafen. Der Flughafen hat ein gutes Einzugsgebiet, der Flughafen hat eine gute Kaufkraft. Wir haben ein gutes Produkt und das passt so gesehen idealerweise zusammen. Nach der Umstrukturierung von TUIfly im Jahr 2009 hatte Memmingen viele Charterflüge verloren. Dank der neu gegründeten Turopa Touristik GmbH, Gesellschafter sind Eisenreich sowie Teilhaber des Allgäu Airports, können Pauschalreisen nun wieder verstärkt ins Angebot aufgenommen werden. Der Geschäftsführer des Allgäu Airport, Ralf Schmid, hofft, dass dadurch die Passagierzahlen wieder ansteigen. Das heißt, es gibt auch mehr Passagiere, die dann wieder in Urlaub fliegen können, die mehr Angebot haben, mehr Vielfalt haben. Nicht nur die klassischen Städtereisen, die wir heute ja schon bieten mit Ryanair oder Wizz Air oder mit den anderen Airlines, sondern eine schöne klassische Pauschalreise, vielleicht sogar eben auch mit All-Inclusive, mit einer Preisgarantie. Auch interessant natürlich für Familien und wurde auch immer wieder ein bisschen nachgefragt, warum habt ihr da nicht mehr? Jetzt können wir auch endlich wieder liefern. Unter dem Motto Flux in die Sonne werden ab Mai 2012 Flüge nach Ägypten, Türkei, La Palma, die Kanarischen Inseln und Zypern angeboten. Dafür hat die Turopa-Gesellschaft einen Airbus A319 der Fluglinie Germania gechartert. Für den Allgäu Airport kein unbekannter Partner, war die Fluglinie doch bereits bei den Anfängen 2007 mit dabei. Schmid kann sich deshalb auch eine engere Zusammenarbeit vorstellen. Germania ist sicherlich auch ein interessanter Partner. Nicht nur jetzt für Turopa, für uns, was die Charterflüge angeht, sondern vielleicht eben darüber hinaus für weitere Verkehre ab Memmingen. Noch ist alles geheim. Gemunkelt wird aber schon lang, dass der Allgäu Airport seine innerdeutschen Verbindungen, zumindest nach Berlin, wieder aufnehmen will. Ob das allerdings mit Germania passiert, ist fraglich, denn die Fluglinie schließt ihrerseits Verbindungen in die Hauptstadt aus. Eigentlich wollten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Wörishofen gestern nur für Ruhe sorgen. Am Ende jedoch fanden die Polizisten diverse Drogen. Der 31-jährige Mieter reagierte auf die auf seinem Tisch liegenden Betäubungsmittel derart aggressiv, dass er gefesselt in eine Zelle gebracht werden musste. Gegen den Mann aus Bad Wörishofen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. So, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit den aktuellen Meldungen aus der Region. Bis gleich. Sommer, Sonne, Strand und Meer. Genießen Sie mit uns einen unvergesslichen Ballabend unter Palmen. Tillmann Schöberl begleitet Sie durch Ihren Südseetraum. Erleben Sie heiße Rhythmen und bekannte Hits von unseren Stargästen Bonnie M. featuring Liz Mitchell und dem Tanzorchester Fink und Steinbach. Genießen Sie das Südsee-Traumbuffet mit Vorspeisen von TV-Starkoch Christian Henze. Die Tombola zugunsten der Kartei der Not lockt mit hochwertigen Preisen. Lassen Sie sich mitten im Winter in den sonnigen Süden entführen und feiern Sie in glanzvollem Ambiente Ihren ganz besonderen Südseetraum. Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten.
IGBCE, die Kunststoffgewerkschaft. Möchten Sie einen Betriebsrat wählen? Haben Sie Fragen zum Arbeits- und Sozialrecht, zu wenig Urlaub oder zu lange Arbeitszeiten? Dann reden Sie mit uns. Ihr Team der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie, der Kunststoffgewerkschaft. Aquaria, eine Wohltat für die Sinne. Baden, Saunieren, Wellness. Eintauchen in die fantastische Badelandschaft. Entspannen in der Sauna. Relaxen bei einer Massage oder im Sohlebecken. Erlebnis Aquaria in Oberstaufen. Das Paradies für zwischendurch. Traumhafte Küchen. Traumhafte Küchen. Individuell geplant. Individuell geplant. Zu fairen Preisen. Zu fairen Preisen. Küche und Wohnen Heidel im Herzen von Markt Oberdorf. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiss im Factory Outlet Center in Kempten. Weil neue Technik besser ist, gibt's den energiesparenden LED-TV von Toshiba. 102 cm Bilddiagonale, 100 Hertz und Full HD für nur 499 Euro. Dieses und weitere Last-Minute-Weihnachtsschnäppchen jetzt in unserem Online-Prospekt auf saturn.de. Saturn, so muss Technik. Die Meldungen vom 21. Dezember 2011. In Kaufbeuren ist gestern Abend ein Pizzabote ausgeraubt worden. Gegen kurz vor 20 Uhr wollte der Mann zwei Pizzen in die Anemonenstraße ausliefern. Der vermeintliche Kunde forderte ihn auf, ihm in einen Fußweg in der Nähe zu folgen. Dort wurde der Pizzabote von einem weiteren Mann von hinten zu Boden gestoßen und von beiden Tätern mit Fußtritten traktiert. Aus der Geldbörse entwendeten die beiden dann einen dreistelligen Betrag und flüchteten. Der eine Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Er trug weder Bart noch Brille und war mit einer schwarzen, hüftlangen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose bekleidet. Vom zweiten Täter ist nur bekannt, dass es sich um einen Mann handelt. Um die Verkleinerung und die Schließung der Allgäuer Bundeswehrstandorte abzufedern, fordert der Ostallgäuer Landrat Johann Fleschhut Ausnahmeregelungen bei der Wiederbesetzungssperre. Diese sieht vor, dass frei werdende Verwaltungsposten erst ein Jahr später wieder besetzt werden dürfen. Der Freistaat wolle damit Geld einsparen. Im Fall, dass Mitarbeiter eines Bundeswehrstandortes für eine Stelle des Freistaates oder einer Kommune geeignet seien, könnten diese nach dem Vorschlag von Fleschhut sofort eingesetzt werden. Dies könne unnötige Härten verhindern, so der Ostallgäuer Landrat in einem Schreiben an Ministerpräsident Seehofer. Bad Grönenbach hat seinem Kurdirektor Henning Tatje gekündigt. Ihm sei ein sachlicher Fehler unterlaufen, der das Vertrauen der Gemeinde sowie der Kurverwaltung in seine Person gestört habe, so Tatje. Er wird die Gemeinde zum Jahreswechsel verlassen. Wer den Posten des Kurdirektors übernehmen soll, steht noch nicht fest. Zum Jahresanfang werde man sich auf die Suche machen, so Grönenbachs Bürgermeister Bernhard Kerler. Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica schickt morgen ein Ärzteteam auf die Philippinen. Vor ein paar Tagen ist die Südinsel Mindanao von einem Taifun heimgesucht worden. Viele Familien wurden in Notunterkünften untergebracht. Jetzt wird ein Ärzteteam vor Ort Hilfe leisten. Es geht in erster Linie darum, dass wir zunächst medizinische Hilfe leisten. Wir haben ja unsere Ärzteteams, die immer von hier aus in die entsprechenden Katastrophenregionen starten. Wir haben ein Medikit 3000 wieder dabei, um ungefähr 3000 Patienten versorgen zu können. Und wir haben einen Koordinator oder eine Koordinatorin dabei, die das Ganze managen wird. Für den anstehenden Einsatz werden bei Humedica in Kaufbeuren noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Die Medikamente müssen verpackt und dann an den Flughafen transportiert werden. Das Ärzteteam wird vorerst 2 bis 3 Wochen auf den Philippinen bleiben. Danach werden je nach Lage noch mehr Teams in die Krisenregion geschickt. Andreas Straub wird neuer Dekan in Mindelheim. Das hat Bischof Konrad Starsa jetzt mitgeteilt. Straub ist seit 2009 Pfarrer der Pfarrei St. Stephan in Mindelheim. Zuvor war er Regionaljugendseelsorger im Bistum Augsburg. Zum Dekanat Mindelheim gehören 12 Pfarreien und 8 Pfarrgemeinschaften.
Die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen ist durch die neuerlichen Schneefälle weiter gestiegen. Nach Angaben der Lawinenwarnzentrale besteht vor allem oberhalb von 1600 Metern erhebliche Gefahr. Von Skitouren und Tiefschneefahrten abseits gesicherter Pisten wird dringend abgeraten. Die Vierschanzentournee findet wie geplant statt. Das Organisationskomitee hat heute für alle vier Wettbewerbe grünes Licht gegeben. An allen vier Austragungsorten seien die Schanzen präpariert. Zudem gäbe es eine ausreichende Reserve an Ersatzschnee. Damit kann nun auch ein möglicher Wärmeeinbruch um Weihnachten herum keine Probleme mehr bereiten. Die Vierschanzentournee beginnt in einer Woche in Oberstdorf. Ja, das waren die Meldungen vom 21. Dezember 2011 und wir schauen jetzt mal, wann es genau wie warm werden wird. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. Die kommende Nacht wird bedeckt und es schneit. Am Bodensee kann es regnen. Am Donnerstagvormittag geht der Schnee allmählich in Regen über. Das Thermometer zeigt höchstens 3 Grad an. Im Laufe des Tages nimmt der Regen zu bei Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad. Der Freitag wird nach letzten Regenschauern trocken und freundlich. Am Samstag kommt es zu Schneefall bis ins Flachland. Die Temperaturen sinken auf minus 1 Grad. Der Sonntag wird trocken und freundlich. Die Tiefstwerte erreichen minus 4 Grad. Eine Hochzeit ist immer etwas Besonderes, den Bund fürs Leben eingehen, sich ewige Treue schwören und der Welt zeigen, dass man zusammengehört. Und das alles am besten verbunden mit einer traumhaften Hochzeitsfeier und einer stilvollen Trauung in schönem Ambiente. So eine Traumhochzeit wird im April in Schwangau stattfinden, veranstaltet von Eventmanager Benno Osowski gemeinsam mit TV Allgäu. Das Besondere, die Hochzeit wird verschenkt. Und genau deshalb sind seit Juli auch viele Bewerbungen in unsere Redaktion geflattert. 5 Paare wurden schließlich ausgewählt und zum Casting eingeladen. Im Schlossbrauhaus in Schwangau traten sie dann am Montag vor die Jury. Was die Bewerber da alles zeigen mussten und wer sich letztlich durchgesetzt hat, wissen Dorothea Seifert und Julian Küpper. 5 Paare waren gekommen. 10 Menschen, die darauf hofften, eine Hochzeit mit allem Drum und Dran zu gewinnen. Ganz unterschiedliche Geschichten steckten hinter den Bewerbern. Und die wollte die Jury natürlich erst einmal hören. Sandra und Markus haben sich übers Internet kennengelernt. Nach den ersten paar Treffen wussten sie, das ist es. Eine kleine Tochter haben sie schon. Jetzt ist die 29-Jährige zum zweiten Mal schwanger. Eine richtige Familie wollen sie sein. Deshalb werden sie auch im Januar standesamtlich heiraten. Bei Stefanie und Simon fing alles ganz freundschaftlich an. Sie verstanden sich gut, zeigten aber erst einmal kein Interesse aneinander, bis sie sich ein paar Wochen später gemeinsam bei einer Freundin wieder trafen. Passend zur Weihnachtszeit sind sie dann zusammengekommen. Stefanie wusste nichts von der Bewerbung für das Hochzeitscasting, bis ihr Simon dann den Antrag machte. Verheiratet sind Nicole und Stefan schon seit 2 Jahren, bisher allerdings nur standesamtlich. Sie lernten sich in der Arbeit kennen. Und ihr erstes Date hatten sie, ganz passend, auf Schloss Neuschwanstein im Schnee. 2 kleine Töchter haben sie, Laura Sophie und Emily. Jetzt fehlt für sie zum perfekten Glück nur noch eins, die kirchliche Hochzeit. Nicole und Thomas kennen sich schon seit der Kindergartenzeit. Über Facebook haben sie sich wiedergefunden. Bei ihrem ersten Date war es dann, als hätte es die 14 Jahre Pause nie gegeben. Jetzt sind sie schon fast 3 Jahre zusammen. Susanne und Markus schließlich sind seit einem Jahr standesamtlich verheiratet. Da Susanne damals mit Tochter Julina schwanger war, haben sie die kirchliche Trauung verschoben. Und jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt. Gleich beim ersten Treffen zeigte Markus auf die Königsschlösser und verkündete groß, da heiraten wir mal. Deswegen war es natürlich auch er, der die Bewerbung für das Casting abgeschickt hatte. In Runde 2 und 3 testete die Jury dann unter anderem die Tanzkünste der Brautpaare. Vom klassischen Wiener Walzer bis zum lockeren Disco-Fox. Schnell war klar, da gibt's bei allen noch einiges nachzuholen. Doch natürlich war es auch wichtig, wie gut sich die Paare denn kennen. Wie ein Partner den anderen einschätzt. Ja, vor allem, dass die Brautpaare mal ganz natürlich rüberkommen. Menschlich oder sich auch gut untereinander abstimmen, oder wie soll man sagen, dass man das Gefühl hat, die verstehen sich gut.
und es harmoniert bei denen. Nach einer halben Stunde Beratung war dann klar, Susanne und Markus aus Pfronten hatten die Jury überzeugt. Hier haben sie einfach durch ihre Natürlichkeit und Freundlichkeit und auch durch ihr offenes Wesen, die beiden verstehen sich super gut, harmonieren miteinander, gehen einfach auch sehr, sehr behutsam miteinander um. Und das kam auch rüber und das ist heute in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich und das hat mich persönlich überzeugt. Ich durfte schon die ganzen Bewerbungen, die bei uns in der Redaktion eingetrudelt sind, lesen und habe mir da so mein erstes Bild gemacht. Und gerade die Bewerbung von unserem Gewinnerpaar hat mich schon angesprochen. Ganz am Anfang, als die beiden sich in der Diskothek kennengelernt haben, haben sie sich dann am nächsten Morgen nach durchzechter Nacht ein Frühstück geholt und er hat dann ganz große Töne gespuckt und hat auf die Schlösser gezeigt und hat gesagt, da werden wir mal heiraten. Und ich finde, das ist einfach so eine nette Geschichte. Und dann hat man jetzt plötzlich diese zwei Personen dazu kennengelernt und hat gesehen, die strahlen eine richtige Verbundenheit miteinander aus. Noch ahnten die beiden nichts von ihrem Glück. Die fünf Paare warteten in verschiedenen Cafés in Schwangau. Und als die Jury dann bei Susanne und Markus auftauchte, war die Freude riesengroß. Ja! Solange die halbe Stunde für die beiden war, das Warten hatte sich gelohnt. Ich glaube, es war fast so schlimm wie vor der Geburt von unserer Tochter. Wir haben jede Minute auf die Uhr geschaut, dass es endlich mal vorbeigeht. Und dann seid ihr Gott sei Dank gekommen und habt uns erlöst. Ich konnte gar nicht mehr reden. Ich habe zum Weinen angefangen und einfach bloß baff. Also einfach, ich konnte es nicht glauben. Unglaublich, ja. Und nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, war Markus auch gleich klar, was als nächstes auf dem Plan steht. Tanzkurs. Tanzkurs sind meine Gedanken. Ja, wir haben ja heute auch schon ein bisschen tanzen müssen und jetzt habe ich mich schon vor ein wenigen Leuten blamiert und dass es dann nicht vor allen Leuten ist, machen wir jetzt unseren Tanzkurs. Beziehungsweise ich, du kannst es ja schon. Wir zusammen. Wir zusammen, ja. Und dass sie das zusammen schaffen werden, da sind wir uns ganz sicher. Ja, das Hotel Lindner in Oberstaufen sucht das Seniorentalent. Egal ob singen, tanzen, malen oder mit verbundenen Augen rückwärts Fahrrad fahren. Wenn Sie ein besonderes Talent haben, dann können Sie sich bewerben. Der Sieger darf dann 3 Wochen lang kostenlos im Hotel wohnen. Das Geld, das dabei durch das jeweilige Talent eingenommen wird, kommt dann einer Kindertagesstätte in Rio de Janeiro zugute. Bewerben kann sich jeder über 65. Anmeldeschluss ist der 28. Dezember im Internet unter www.lindner.de. So, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann nehmen wir Sie mit in die neue Therme in Reutte. Auch um kleine Aufträge. Preiswert, freundlich, kompetent. Nicht Billiges noch billiger, sondern Gutes extrem günstig. Küchentreff in Kempten, Immenstädter Straße. Küchentreff, wir bringen's auf den Punkt. Sportschindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Ski, Bike und Outdoor im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Reisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. Servus, ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen. Und da bin ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original.
Bene Lava hieß es bei den alten Römern und die wussten ein angenehmes Bad durchaus zu schätzen. Den Römern verdanken wir auch die Thermen, die Badehäuser, in denen man sich auch schon früher traf, neuesten Tratsch austauschte und sich von der Hektik des Alltags erholte. Und das ist bis heute so geblieben. In die Thermenlandschaft hier in der Region fügt sich ab morgen eine weitere ein, die Alpentherme Ehrenberg in Reute. Sie besticht durch ein modernes, aber dennoch gemütliches Design und das inmitten des Alpenpanoramas. Dorothea Seifer und Julian Küpper zeigen Ihnen mehr. Wo früher in Reute ein einfaches Schwimmbad war, steht heute die Alpentherme Ehrenberg. Der Thermenbereich erstrahlt in Grün und Blau. Hier können Sportler ihre Bahnen ziehen oder sich durch den Strömungskanal wirbeln lassen. Wer es noch wilder mag, schnappt sich einen Reifen und stürzt sich damit in den Alpenbob. Bei der 120 Meter langen Rutsche kommt es schon mal vor, dass Besitzer und Reifen getrennt voneinander unten ankommen. Für die Kleinen gibt es gleich nebenan Juhuisreich. Unter Aufsicht des kleinen Drachen laden zwei weitere Rutschen zum Planschen und Spielen ein. 2 Jahre Bauzeit stecken in der Therme. Rund 120 Arbeiter waren mit der Fertigstellung beschäftigt. Das sind 16,7 Millionen Euro, die ausgegeben wurden, finanziert durch die Marktgemeinde Reute. Auf der einen Seite durch den Tourismusverband, auf der anderen Seite den Planungsverband und natürlich dem Land Tirol. Vom Thermenbereich gelangt man nach außen zum Sohlebecken. Bei der Aussicht erklärt sich dann auch der Name der Alpentherme Ehrenberg. Sie haben von diesem Standort aus immerwährenden Blick auf das Burgenensemble Ehrenberg. Daher auch der Name Alpentherme Ehrenberg. Und man hat versucht, Ehrenberg hier in die Gesamtgestaltung wieder mit aufzunehmen. Man sieht es zum Teil in der Wandgestaltung, also grob behauene Steine, in der Farbgebung, um letztendlich diesen Namenspatron hier im Hause auch wieder aufleben zu lassen. Die Alpentherme ist nun das dritte B, das Reute zu bieten hat. Bad, Bahn, Burg. Also Therme, Reutner Seilbahnen und Burgenwelt. Dieser Slogan ist aus einer Kooperation mit dem Tourismusverband und der Gemeinde entstanden. Ganz besonders zu bemerken ist die gute Zusammenarbeit hier in der Region mit Tourismusverband auf der einen Seite, Gemeinden auf der anderen Seite. Man wird wirklich herzlich aufgenommen. Jeder ist ganz gespannt darauf, auch mit der Therme zusammenzuarbeiten. Wir hatten letztens auch die Veranstaltung, die Generalversammlung des Tourismusverbandes im Haus und haben sehr, sehr positive Resonanz bekommen. Was momentan noch ein Werbespruch ist, wird wohl schon bald in speziellen Kombi-Angeboten münden. Untertags Skifahren und abends in der Sauna entspannen. 6 verschiedene Saunen und Dampfbäder stehen dafür bereit, je nach Geschmack mit ganz unterschiedlichen Temperaturen. Ganz besonders natürlich die großzügige Saunalandschaft mit ihrem Saunastadel im Außenbereich. Das besticht und das hebt sich also deutlich ab von dem, was früher gewesen ist, aber auch von dem, was hier in der Umgebung angeboten wird. Wer nach Alpensauna und Salzsanarium erstmal eine Pause braucht, kann das in der angrenzenden Sauna-Lounge tun, vor knisterndem Feuer. Oder aber man lässt es sich einen Stock höher im Panorama-Ruheraum gut gehen, bei meditativer Musik und natürlich schönem Ausblick. Zünftiger geht's in der Landsknechtsauna zu. Mit 90 Grad Celsius ist sie die heißeste. Und ein besonderes Schmankerl gibt's noch für die Damen in der Rosensauna, denn die ist allein für die weiblichen Gäste reserviert. So, und bevor ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, öffnen wir noch das 21. Türchen an unserem TV Allgäu Adventskalender. Heute verbirgt sich dahinter Manfred Kraus aus Apfeltrach im Unterallgäu. Viel Spaß! Wenn's auf der Heilige Abend und Weihnacht dazugeht, kommen die Rauhnächte. Am Thomastag sagt man, dass die Wildjagd umgeht, dass die Seele von dort aufstand ebert und jetzt draussen schneibt es und geht recht zu. Und da erzähle ich euch über die Rauhnacht. Kurranzenacht. Man sieht seine Hand in die Augen, doch stirbet Flocken, Wirbel, wild und weiß,
Der Himmel leert sein ganz gross Schaff aus. Schütt Schnee, entnächter, heiferweiß. A Kehle kalt, der beißt und schneit. Boin het und gestörr ist du's als gefroren. Ums Eck rum langer Schaf der Wind. Er schreit und poltert voll der Zora. Der Bierbaum, den beitelt's gleich vom Gefrier. Er wächst schneeweise voll auf die Rinde. Der kahle Busch schlottert Knie und Anwand naus, wie z fuchter Kehr gewinde. Ein Schnaufer lang ist's mal als Rieberg, doch gleich mit Jaule z Rudelwölf. Blut narrt schwillt der Stieber, sind streng die Rauhnächt, wo man heißt die Zwölf. Man sagt, ist eben Geisterumgau. Zählen von der Torte so das Leben auf. Dunkle Mächte, Dämonen, Hexer, traut er bloß nicht bei der Haustür hinaus. Über die Wolke fährt das wilde Gejäg. Ein Torte her, wo scheicht der Hölle. Mit roten Augen, Angeschlacht, Hagen, Buchen, Hauren, Gewürsten, Darben, Gesellen. Ohne Ruhe zieht das Gejäg durch die Luft. Vorne weg mit Ruhe seinem Gesicht der Reiter. Schwarze Bluthund hetzt durch den Sturm. Die Sporen geht wilde Maß im Heiter. Von Thomas auf drei König gant die Nacht. Man reichert Haus und Hof mit Weihrauch aus, legt Greiterzweige auf eine Glut, richt einer Gestalter warmer Brotmüll aus. Man lässt die Arbeit, wo jetzt sein muss, gehen, sieht das, was Neujahr bringt, ein Träum, hängt die Wäsche auf und lässt den Hammer flackern, loset auf ein heules Zeichen und ein Kasperbeim. Was die Leute glaubt, was dir als Dornhand, Frau gimi und schaut durch die Eisblumen aus, ein Geisterherd, Dämonen, Hexer, der Aberglaub stirbt gewiss nicht aus. Kurranze Nacht. Man sieht seine Hand nicht vor den Augen, doch stirbert Flocken, Wirbel, Wild und Weiß. Der Himmel leert sein ganz gross Schaf aus. Schied Schnee in Nächte heiferweiß. A Kehle kalt, der beißt und schneit. Boin het und gestörr ist du's als gefroren. Ums Eck rum langet scharf der Wind. Er schreit und poltert pfohlen zuhren. Es rehret, heinert, stirbt und pumpert. Der Mau ist schon ins Bett neigeschloffen. Kein Stehre blimsle drauf vom Himmel. Es schneibt, als wäre oben alle Fenster offen. Und zumal lauft's mir eiskalt der Buckel nah. Da hat er unter dem Baum doch etwas gekriegt. Vom Kurchendur her ist 12 Mil Schlag. Der Sturm hat sie mit einem Schlag gelegt. Schon mehr, da oben in der Schneeluft und diesmal gewiss beim Steinerhaufen. Es ist so dunkel, dass ich hier nicht sehe, doch hätte ich gemeint, es täbt da etwas laufen. Der Schnee wird trieben von einem Käuzer Hirte. Der Wind, der notlert an der Leder herrisch. Ich weiß nicht, was da draussen gau alles umgeht. Gescheiter schaue ich, ob mein Haustier zu ist. Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Morgen geht es bei uns dann unter anderem um das Thema Geothermie. Die Stadt Kaufbeuren versucht nämlich zum Beispiel an ihren Schulen künftig Energie zu sparen, unter anderem durch den Einsatz von Erdwärme. Außerdem darf ich Sie noch auf unsere Homepage hinweisen. Unter www.tvallgäu.de finden Sie unsere Online-Mediathek und dort können Sie sich gezielt die Beiträge und Sendungen ansehen, die Sie verpasst haben. Ja, und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis morgen, wenn Sie möchten. Tschüss, für Gott und auf Wiedersehen.